Beim APA zu Lübbecke Museum feierten wir heute zum 100. Geburtstag das Hans-Haß-Symposium. Und das fing schon mal damit an, dass ganz viele Weggefährten von Hans Haß unglaublich intensive, bewegende Erlebnisse erzählen konnten. Wir konnten exklusiv eine Preview zeigen des neuen Films Exploring Hans Haß zum 100. Geburtstag von Hans Haß. Das hat natürlich perfekt hier in den Tag gepasst. In diesem Zusammenhang haben wir ein Symposium veranstaltet, bei dem verschiedene Referentinnen und Referenten über ihre Begegnungen mit Hans Haß berichtet haben. Herr Plomper ist heute hier als Sponsor des Hans Haß Awards. Wir haben den diesjährigen Preisträger des Hans Haß Awards, Herrn Professor Dr. Franz Brümmer, ausgezeichnet, der eben für seine wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet worden ist. Dann war natürlich auch die Frau Dr. Meta Raunig Haß, die Tochter von Hans und Lotte Haß, mit dabei und hat auch ganz bewegend erzählt, wie das war, wie Hans Haß auch seine Vaterrolle ausgefüllt hat. Wie viel Wärme und Respekt und Anerkennung hier für meinen Vater zum Ausdruck kam. Also für mich ist das einfach überwältigend. Ja, es war ein toller Tag heute, ein sehr würdiger Tag, ein tolles Programm heute den ganzen Tag zu dem 100. Geburtstag von Hans Haß, und ich fühle mich sehr, sehr geehrt durch diesen Award, den ich heute erhalten habe. Ein Award, der mich aber auch demütig macht, der zeigt, wie wichtig es ist, sich einzusetzen, ganz im Sinne von Hans Haß, für den Schutz der Meere, für den Erhalt dieser Lebensräume. Und ich werde ganz im Sinne von Hans Haß versuchen, seinen Weg, seine Manifeste auch umzusetzen. Wir konnten den Abend hier wunderbar ausklingen lassen in der Ausstellung des APA zu Lübbecke Museum mit einem ganz tollen Buffet, sodass alle Beteiligten sagen können, es war ein unvergesslicher Tag. Eine der besten Veranstaltungen, die mir wahnsinnig gefällt, aus zwei Gründen. Ich durfte Hans Haß selber begleiten und ich durfte mit Franz Brümmer, dem jetzigen Preisträger, viel machen. Und ich finde es toll, dass Plompin eine solche Award-Möglichkeit gegeben hat. Hier eine tolle Atmosphäre. Es ist schön, dabei zu sein.